Hallo, mein Name ist Tosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir den Power Energizing Orb und seine Rods automatisiert, haben das Ganze auch auf Nitro gebracht, damit wir einen formschönen Nitro Reactor machen können. Haben währenddessen nochmal Dry Ice automatisiert, indem wir hier drüben diese Small Water Freezer aufgebaut haben, die uns jetzt dauerhaft Blue Ice produzieren. Und zwei Blue Ice dann einfach nur darin mit 10.000 FE geben uns dann quasi ein Dry Ice. Ich habe oft genug ein bisschen gearbeitet. Ich habe hier hinten bis auf diese Grasfläche einfach, weil ich gucken wollte, was auch an Tieren spawnt, aber gerade gar nichts. Alles jetzt entfernt. Von der alten Base ist quasi das der letzte Rest. Den werde ich aber auch noch abreißen. Habe hier drüben einfach nur noch schon mal ein bisschen erweitert. Ich weiß noch nicht, was ich da hinten bauen werde. Aber ich möchte heute erstmal das hier in Angriff nehmen. Diese formschöne Erzverarbeitung. Beziehungsweise nicht ganz. Ich möchte einfach gucken, dass sie quasi im Dauerlauf ist. Was heißt das? Wir haben jetzt gerade keine Siebanlage mehr. Und wie man hier in dieser schönen Diatur sieht, ich habe einiges vorproduziert. Wir werden heute eine neue Siebanlage aufbauen. Ich habe die ganzen Items jetzt schon mal in meinen Netherite-Bag gepackt. Den habe ich einfach mal zusammengecraftet. Einfach, warum nicht? Und wir werden heute die Erzverarbeitung aufbauen für Gravels and Dust mit Fluxamaran und Flux Seals. Ich habe jetzt mal wieder 6 Seals aufgebaut, einfach damit wir auch nochmal die anderen Sachen aufbauen können. Also Netherrack, Endstone, Basalt. Das werden wir einfach von hier rüber pumpen, aber das Ganze müssen wir ein bisschen größer aufbauen. Und deswegen bauen wir dieses Gebiet auch hier drin auf. Was ist das? Das ist eine Compact-Maschine. Wir können jetzt einmal Rechtsklick drauf machen. Passiert nichts. Warum? Erstens, die ist frisch gecraftet. Zweitens, ich habe es gerade eben platziert und wir warten mal kurz, bis wir reinkommen. Und dann sind wir in unserer wunderschönen Compact-Maschine. Was ist das? Wie kommen wir hier rein? Also, eine Compact-Maschine wird hergestellt, indem wir diese Compact Machine Walls bauen aus Polished Deep Slate. Deep Slate habe ich jetzt automatisiert über über den Igneous Extruder wieder mit Packed Ice, Lava und Magma Block drunter. Und die Compact Machine selber sind dann quasi nur 8 Stück davon plus ein Block auf Netherite. Netherite haben wir eh schon genug. Und damit wir dann da reinkommen, brauchen wir so ein Personal Shrinking Device. Das ist einfach nur eine Glasscheibe, 2 Eyes of Ender, ein Book und ein Iron Ingot. So. Damit wir aber jetzt hier erstmal Ruhe haben, erstmal setze ich mir hier einen neuen Spawn Point. Kurze Erklärung, das ist einfach nur quasi eine neue Dimension. Aber hier haben wir nur solche Räume, wenn wir weitere von diesen Compact Maschinen aufbauen. Anders kommt man auch hier gar nicht dann rein. Wenn wir es einfach wieder rechtsklick machen, kommt man auch hier wieder raus. Also, wenn man wirklich so relativ größere Sachen aufbauen will, wo teilweise so Farbanlagen hat, wo wir relativ viele Items droppen oder sowas, Monsterfarben, kann man sowas, finde ich, in so einer Compact-Maschine relativ gut machen. So sieht übrigens die Compact-Maschine von außen aus. Ich bin jetzt einfach mal gerade im Spectator-Mode gegangen, um euch das mal zu zeigen. So, einmal zurück auf Survival. Wir wollen jetzt hier erstmal anfangen mit den Koppelgeneratoren. Da wollte ich dann einfach mal so ganz doof 3 hier hinpacken. Ich habe nämlich schön welche auf hier 5 gemacht. Dann müssen wir weiter die Ressourcen. Und ich habe jetzt mal die alten Koppel-Draws genommen. Da packe ich jetzt überall noch ein Gold-Upgrade rein. Also man sieht, die Rate ist auf jeden Fall gegeben. Ja. Wir haben übrigens momentan vor Halloween Event von Coral Tombstones. Ich habe leider noch nicht gefunden, wo man das ausschalten kann. Wenn es irgendeiner findet, ruhig Bescheid geben. Ich finde es einfach nur nervig. Nur nicht mehr gruselig. So, als nächstes werden wir hier Fluxamara hinstellen. Und zwar haben wir hier. Die geben nicht ab. Nee. Gravel, Sand und Dust wieder. Die brauchen auf jeden Fall jetzt auch wieder Strom. Dafür habe ich jetzt einmal hier Advanced Dings gemacht. Advanced Universal Cable. Da packe ich jetzt schon mal 2 Flux Points dran.
damit wir die Geschichte schon mal fertig haben. Einmal, zweimal. Sollte Power kriegen, jawollo. Als nächstes nehmen wir uns die Item Pipes, weil wir die ganze Sache natürlich auch irgendwo reindrücken müssen. Einmal so, einmal so, einmal so. Und es kommt langsam Kompression rein. Da ich jetzt hier die Netherite Upgrades gemacht habe, wird das Ganze relativ schnell gehen. Ungefähr so ist pro Sekunde haben wir einen Durchgang. Da kommen wir nicht weit momentan mit. Deswegen habe ich hier nochmal die Ultimate Pipes Upgrade gemacht, damit die sofort durchgehen. Wir füllen das jetzt erstmal überall auf. Einmal, zweimal, dreimal. Und ihr seht, es geht super, super schnell durch. Blub, blub. Also wir haben jetzt gerade so einen Durchgang pro Sekunde 1 Stack Gravel, Sand, Dust. Damit wir das Ganze aber auch einmal ordentlich einflüssen können, brauchen wir jetzt noch die Siebe. Die Siebe packen wir jetzt einfach direkt dahinter. Strom haben jetzt alle. Und zu guter Letzt machen wir noch Netherite Chest. Einmal dahinter, hinter und hinter. Und schon haben wir die ganze Geschichte einmal automatisiert. So, wir brauchen noch unsere letzten drei Upgrades. Einmal, zweimal, dreimal. Und drei Netherite Meshes für Dust. Oh. Beziehungsweise. Oh Gott. Ich fix das Ganze mal gerade. So, und da ist die ganze Sache schon gefixt. Eigentlich keine große Änderung. Hier habe ich jetzt nur noch einen Inventory hingepackt, also einen normalen Drawer mit einem Pipe, reinen Sieve, mit einem Netherite Mesh und einem Netherite Upgrade und die Truhe darunter. So, ich habe die ganze Sache vor einer Minute aufgebaut und wir haben Ressourcen, die wir auf jeden Fall loswerden müssen. Also hier rauskriegen. Deswegen baue ich jetzt hier einmal nochmal eine Leitung hin. Sage hier raus und hier raus. Jeweils mit drei Ultimate Pipe Upgrades, dass wir so schnell wie möglich rauskriegen. Und das Ganze wird dann aufgebaut. Ja, ist ja gut. An eine Ender Chest. Und das sollte jetzt leider noch langsam rausgepumpt werden. Ich muss mal gucken, wie ich das besser mache. Also hier ist noch unser Bottleneck. So, auf jeden Fall haben wir damit schon mal die neue Erzgenerierung automatisiert. Gerade ist hier noch einfach nur so ein Import-Bus mit Acceleration Cards. Hä? Achso, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, weil ich bin jetzt auf den Server umgezogen. Und ich habe die Chance noch nicht erweitert. Heißt, ich kann noch nicht unendlich Sachen laden, weil ich diese Begrenzung von 25 einfach nur lächerlich finde. So, jetzt sollte auch alles geladen sein. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen einpegelt und beschleunigt. Weil ich so beim ME-System immer so ein Gefühl habe, dass es immer so einen Moment braucht, bis das alles registriert hat, dass es auch Acceleration Cards drin hat. So, jetzt sehen wir auch hier die Items drin. Ansonsten, was wir ganz einfach machen können, ist einfach noch einen Import-Bus machen. Ach, du hast Butter. Ich habe hier nämlich auch so einen Phytogenic Insulator gemacht mit Oak Saplings und naja, ich glaube Holzpolymer haben wir nicht mehr. Ich war am überlegen, ob ich sowas über geendete Farben machen sollte, aber ich hatte da keinen Bock drauf. Ich war irgendwo zu faul. Kann man vielleicht immer noch mal machen. So. Gut, dann müssen wir das Pistenrezept einmal ganz schnell machen. Das werde ich auf jeden Fall gleich umändern. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Pistons auf Halde. So, und wir brauchen Acceleration Cards. Mach mal 4 Stück. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das eingepegelt hat.
ich hoffe, dass 2 Importbuster reichen werden. Im Grunde genommen, die Erze, die werden jetzt reinfliegen. Und das müssen wir auf jeden Fall jetzt auch angehen. Ah, sieht gut aus, oder? Ich glaube, das muss ich jetzt ein einziges Mal einpegeln und dann haben wir die Sache. Aber auf jeden Fall ressourcenmäßig sollte man jetzt gut dabei sein. Andere, was man noch machen könnte, ist, dass man... Das probiere ich jetzt einfach mal. Das ist einfach so ein Interface. Und ich sag jetzt einfach mal, da soll bestimmt keine Verbindung hin. Ich will nicht wissen, was es gibt. Wir wollen noch ein Ultimate Pipe Upgrade haben. Das haben wir zum Glück mittlerweile auch schon automatisiert. Dieses ganze Autocrafting ist so ein einziger Segen. Und wir sagen jetzt rausziehen. Das sieht doch schon mal was besser aus. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Dann machen wir das und stelle ich das nochmal irgendwo später hin, wo es besser ist. Und wir sehen jetzt hier die ganzen Erze reinfliegen. So, damit können wir schon mal die Erze rein. Jetzt müssen wir sie nur noch weiterverarbeiten. Als nächsten Schritt habe ich mir überlegt, wir haben jetzt jede Menge kleine Erze. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele das jetzt schon sind. Ja, die kommen ordentlich reingeflogen. Also ich glaube, Uranit und sowas, da müssen wir uns echt was überlegen. Aber erstmal habe ich mir gedacht, wir müssen gucken, dass wir die rauskriegen und verkleinert kriegen. Dafür habe ich mir überlegt, bauen wir hier eine Anlage mit den Craftern auf. Mit Crafter Tier 3, wohlgemerkt. Ja. Vielleicht jetzt nicht unbedingt dahin. Wir wollen den einmal. Wir wollen den einmal dahin, dahin und dahin haben. Ganz einfach ist das kein großer Akt, das aufzubauen. Aber ich hoffe, dass ich das rausgeschnitten habe. Und hier hinten habe ich einfach schon mal 2 Interfaces angeklatscht, wo wir quasi die ganzen Erze reinpacken werden. Und die dann automatisch hier reinkommen. So, ich will das jetzt aber erstmal ordentlich aufbauen. Und zwar werden wir Iron, Uranium, Zink, Gold, Lead, Nickel, Copper, Silber, Tin, Osmium und Aluminium hier hinten. So, die Erze packen wir dann jetzt einmal hier rein. Und zwar mache ich gerne jetzt einfach mal so 4 Stück Iron Pieces, 4 Stück Uranium Pieces, beziehungsweise das sind 5, ich bin so blöd zum Zählen heute. Heute ist irgendwie nicht so mit Tag. Dann nochmal das gleiche für Gold und für Lead. Nee, kein Lead. Warum? Ich programmiere jetzt hier die Rezepte und zwar sagen wir jetzt einmal, remember schon mal, dass hier die Positionen gespeichert sind, weil jetzt haben wir hier so kleine Ore Pieces und wir sagen, Item geht in den Input Buffer. Das gleiche machen wir mit Gold und einmal mit Uran. Warum will ich das in den Input Buffer? Das ist ganz einfach, weil wir quasi jetzt gleich nochmal hier die gleiche Geschichte nochmal für die Erweiterung machen zu den Blöcken. Wir haben hier noch mehr Rezepte. Es waren doch sonst immer 6 gewesen, okay. Nochmal mehr Rezepte und dann können wir Letty eigentlich auch noch machen. Vielleicht haben sie das jetzt umgeändert. Ich bin mit der neuesten Version noch nicht so ganz konform. Also viele Sachen sind noch nicht, sind auch schon wieder neu. Aber muss ja nicht verkehrt sein. Ich bin gerne gewillt, Neues zu lernen. Ich hatte doch noch einen Flux-Point hier, jawohl. So, das heißt, wir packen den einmal hier hin und packen da Strom dran. Und es sollte das Ganze eigentlich schon, jawollo. Das ist eigentlich perfekt, dass es schon so da ist, weil jetzt können wir nochmal sagen, remember. Und wir machen die großen Rezepte noch fertig. So, und schon haben wir die Konvertierung der Erze eigentlich auch schon automatisiert. Wir müssen nur noch dafür sorgen, dass sie dann hier auch
rausgesogen werden, beziehungsweise dass hier immer wieder mehr reinkommt. Und das machen wir eigentlich nur, indem wir hier die Interfaces anschließen und vielleicht auch ein Interface machen, so wo das Ganze reingeht. Und im Grunde genommen packen wir dann einfach nur noch hier die Erze rein in die Truhe und dann haben wir die Erzverarbeitung fertig. Das mache ich jetzt nochmal für die anderen Erze fertig. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier... Oh. Was ist denn da passiert? Gratis Loot. Danke. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier die Anlage soweit fertig gemacht. Ich habe jetzt auch noch ein paar Upgrades mal schnell genommen, weil es dauert ewig, bis was reinkommt. Deswegen packen wir jetzt hier nochmal ein Upgrade rein. Hier ein Upgrade. Und man sieht schon, die rasen jetzt einfach nur noch rein hier. Damit das Ganze aber auch ordentlich rauskommt. Na. Packen wir jetzt überall die Upgrades noch rein. Und wir sollten jetzt wirklich, wenn wir jetzt hier mal reinschauen und nach Blocks suchen. Ja. Da kommt doch gut was bei herum. Also das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Kupfer kommt jetzt gerade noch nicht so gut herum. Warum? Es kommt aber auf jeden Fall Zeug rein. Ich schätze mal, das ist jetzt einfach mal... Morgen werde ich es bereuen, dass ich diese Worte gesagt habe, aber wir werden in Ressourcen schwimmen. Wie gesagt, der Server läuft jetzt 24/7 durch. Wir haben jetzt eine automatische Erzanlage und kleiner Vergleich. Heute Mittag, bevor ich einkaufen gegangen bin und den Server aufgesetzt hatte, waren hier noch 5k Wizard Skulls, wir sind jetzt bei 11k. Wir werden so in Ressourcen schwimmen, das ist nicht mehr feierlich. Alles, was wir jetzt eigentlich nur machen müssen, ist, wir nehmen hier die Blocks. Und sagen natürlich auch, dass das alles automatisch verarbeitet wird. Ich bin, wobei ich jetzt erstmal überlegen bin, das jetzt mal ein bisschen anzusammeln, weil... Das gefällt mir hier nicht mehr, weil ich kann das jetzt hier reinhauen und spätestens hier drin haben wir einen Bottleneck. Aber vom Allerfeinsten. Weil wir nehmen jetzt einfach mal hier so einen Block of Raw Iron. In der Purification Chamber produziert 18 Stück. 18, 18, 18, 18, 18. Drei Durchgänge und der Teil ist voll. Ich glaube sogar 4. Deswegen bin ich am überlegen, das Ganze einfach mal so ein bisschen hoch zu skalieren. Dass wir quasi einmal sagen, ein Teil hiervon, vielleicht bauen wir auch einfach schon die Erzverfünffachung auf oder Vervierfachung. Ich glaube, Vervierfachung dürfte für die normalen Erze reichen, für All the Modium und sowas. Da kommen wir wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen zu. Wir werden wahrscheinlich die Verfünffachung noch aufbauen, weil davon kann man nie genug haben. So, mit diesem Status sind wir jetzt eigentlich so weit. Wir können uns jetzt frei entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Hauptziel ist halt immer noch der All the Mods da. Also wir werden eine Menge automatisieren müssen. Hier nochmal das Rezept. Aber... Die Sachen, die wir automatisieren müssen, müssen wir auch erstmal machen. Zum Beispiel brauchen wir FTB Industrial Contraptions. Wir können Applied Energistics weiter automatisieren. Wir brauchen Mechanism Generator Sachen, wofür wir schon Polonium brauchen. Das ist eine Sache aus dem Atomreaktor. Raised Radioactive Comp? What? Okay. Muss ich mir mal anschauen, aber ich glaube, wir werden einfach einen Atomreaktor aufbauen. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir frei entscheiden können, in welche Richtung wir gehen wollen. Ob es jetzt Botania ist, ob es jetzt weitere Technik ist. Wir können mit den Bienen anfangen. Ich werde wahrscheinlich gucken, dass ich jetzt in einer der nächsten Folgen einfach schon mal in Twilight Forest gehe, so die ersten Sachen mache da. Beziehungsweise die ersten Sachen sind eigentlich da auch einfach nur All the Modium suchen. Und... Ich würde euch dann einfach schon mal bitten, wenn diese Folge rauskommt, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock habt, was ihr gerne als erstes sehen wollt. Ansonsten schaue ich da einfach mal, in welche Richtung ich gehe. Bienen würde ich ganz gerne relativ früh schon mal aufbauen. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass ich mir Twilight Forest einen Builder aufbaue. Dafür braucht man leider erstmal All the Modium. Aber wenn wir den haben, würde ich eine Query Card mit, wo ist sie? So eine Fortune Query machen, weil die ist zum Glück nicht genervt. Gut, die Dimensional Charts müsste ich einmal craften, das ist aber jetzt auch nicht so ein Thema. Aber wenn wir die haben, würde ich einfach sofort im Twilight Forest gehen, diese Erdzügel gehen, abfarmen lassen mit Fortune. Oh Junge, da kommt was bei herum.
Vor allem sehen wir dann schön an der Oberwelt das Olsemodium-Ohr, was wir dann abfahren können. Ja, so ein paar Möglichkeiten haben wir gerade offen. Oh, schon 1600 Eisen. Pass auf, wir können das einfach mal gerade so ganz hoch machen. Ups, da bin ich ein bisschen bis hierhin ausgeschossen. Wie man jetzt sieht, das füllt sich jetzt hier so schnell auf. Das ist ein granatenloses Bottleneck. Und man sieht schon, es geht nicht weiter, weil jetzt hier immer nur Eisen genommen wird und dann verarbeitet. Deswegen habe ich mir wirklich überlegt, dass wir die Vervierfachung verwenden und die Teile aufsplitten auf mehrere Purification Chambers, mehrere Crusher. Vielleicht so 5 Stück, aber da muss ich mal gucken, wo ich das mal aufbaue. Damit wir auch in Zukunft weiter besser automatisieren können, habe ich jetzt hier mal eine kleine Anlage aufgebaut, in Anführungszeichen klein, damit wir die ganzen Alloys und sowas von Mechanism automatisieren können. Es ist im Grunde nicht wirklich schwierig. Wir machen jetzt erstmal nur Add. Beziehungsweise wir machen nur Alloy. Und wir wollen hier das einmal automatisieren. Nehmen das raus, sagen Redstone zu Redstone. Das und das nehmen wir raus. Im Grunde genommen ist es einfach wieder so ein bisschen Pattern Encoding. Aber den Schritt werde ich jetzt einmal ganz kurz mitnehmen, mit euch zusammen machen. So, wir brauchen auf jeden Fall die Compressed. Redstone. Ich habe vorhin wieder total vergessen, wie die Teile heißen. Na, bin ich jetzt blind oder blöd? Da machen wir das anders. Carbon. Da haben wir doch Enriched Ward. Genau, warum sagt mir das keiner von euch? So, wir werden Enriched Diamanten brauchen. Enriched Redstone. Und Enriched Obsidian. Wir könnten jetzt rein theoretisch gesehen auch noch für Gold und Tin machen. Tin brauchen wir allerhöchstens für Bronze. Das werde ich über einen Induction-Smelter automatisieren. Und Enriched Gold ist ein einmaliges Rezept für Netherite Dust. Weiß ich jetzt auch nicht. Beziehungsweise Guild Blackstone. Wenn wir das irgendwann mal brauchen, kann ich das mal so per Hand machen. So. Die Teile kommen hier in den in die Anlage für den Enrichment Chamber. Mir fällt auch wirklich eine kleine Sache auf. Ne, das Platz für Strom habe ich gelassen. Da packe ich einfach Flachspeuze von Ende. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen für Redstone, Diamond, Obsidian. Und wir müssen noch ein Rezept für Refined Obsidian das machen, fällt mir gerade ein. Das machen wir einmal so, so. Und dementsprechend noch ein Rezept für Obsidian Dust. Das ist aber auch relativ schnell erledigt. Wenn wir jetzt einmal hier sind, was kann ich noch machen? Wir können die Circuits noch machen. Zumindest das Rezept für den Circuit. Und Steel können wir direkt in einem machen, beziehungsweise Steel das. Und First Enriched Iron. Das ist jetzt so ein Doppelschritt, den man auch in einem machen könnte, aber ich bin jetzt gerade einfach so, beziehungsweise generell so viel Stahl werde ich nicht brauchen, glaube ich. Sagte er hoffnungsvoll. So, das Rezept kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt da rein und hier haben wir noch komplett frei. Und im Grunde genommen wird das jetzt einfach nur einmal an den Strom angeschlossen und dann einmal gesagt, die Upgrades kommen rein, dass wir das sofort auf Factories machen können, weil wir können die Maschinen dann einmal komplett auf Ultimate upgraden. Die Rezepte haue ich jetzt einfach mal ganz kurz rein und dann mache ich das. Bis gleich. Habe ich euch eigentlich schon jemals erzählt, was eines meiner schwierigsten Probleme ist mit dem ganzen Aufnehmen? Die gottverdammte Aufnahmetaste zu drücken. Ich habe jetzt hier noch so schön weiter aufgenommen, die Folge zu Ende gemacht. Drück auf Aufnahme beenden und ich denke mir so, wieso passiert da nichts? Wieso ist da kein Aufnahmesymbol? Ich habe die ganze Zeit nicht aufgenommen. Also, kurze Zusammenfassung. Hier habe ich jetzt alles einmal voll geupgradet auf Ultimate Fabric Factories mit allen Upgrades. Also wir können jetzt Alloys und sowas ohne Probleme machen, Stahl können wir jetzt ohne Probleme machen, das ist alles automatisiert.
das reißt man in der nächsten Folge ab. Beziehungsweise ich werde hier eine relativ große Kammer aufbauen und dann mal gucken, ob wir da vielleicht weitermachen bezüglich Erzverfünffachung sogar, habe ich mir mal überlegt. Ich habe jetzt noch Circuit Etcher hier installiert. Das war jetzt nicht wirklich ein Akt. Das Schwierigste war eigentlich nur, dieses Fluid Steel herzukriegen. Da hat man mal einen Metanfuser gebraucht, wofür wir Resonating Crystal brauchen. Das ist eigentlich auch nur, wir nehmen so Resonating Dust, das ist einmal Enderpearl Dust, Diamond und Skystone Dust. Muss nicht im Fluid Aggregator gemacht werden. Kann man auch stinknormal einfach ins Wasser werfen, dann kriegt man nach einer kurzen Zeit zwei raus. Und ansonsten ist das größtenteils eigentlich zusammenbauen. Einzige, was wir jetzt noch gemacht haben, ist für diese Universal Press musste ich einmal Singularities herstellen. Das ist eigentlich nichts anderes als dieser Block hier, der Meta-Kondenser. Da packt man eine 64KME Storage Component rein und dann einfach Items, die man löschen will. 256.000. Ich habe einfach einen Koppelgenerator angeschlossen und das laufen lassen. Ja, ich habe Festplatten erweitert. Hier haben wir jetzt überall 256k und man sieht schon rote Punkte, weil ich bin jetzt einen Tag weiter. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen gucken, dass ich das verarbeite, was ich nicht brauche, wegwerfe, aufräume. Ja, ich habe mir gestern einfach nur gedacht, als ich da noch ein bisschen am Machen war. Ich habe hier kurz gesehen, hä? Wieso habe ich jetzt nur 9700 Kohle? Vorher hatte ich doch 16.000. Ich sage dann so, oh, nee, da ist kein Komma mehr. Das sind 97.000. Wir haben Ressourcen. Wir haben jetzt richtig Ressourcen. Und es ist wirklich... Ich glaube, gestern Abend habe ich die letzte Aufnahme gemacht um 18 Uhr rum. Und wir haben jetzt 11.45 Uhr. Also... Ja. Hilfe. Gut. Ich baue dann jetzt einfach dann in der Zwischenzeit schon mal hier diese Halle auf, von der ich gesprochen habe. Da werden wir die Erzverarbeitung aufbauen. Und ansonsten hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Ideen habt oder generell Wünsche, was ich als nächstes angehen soll, schreibt das ruhig in die Kommentare. Ich lese die auf jeden Fall durch. Ich mache in den nächsten Folgen erstmal die Erzverarbeitung weiter. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Button und die Glocke nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Wow. Aua. Das war nice.